Im Herzen der Côte d'Albâtre gelegen, lebt Fécamp mit und von seinem dynamischen Hafen. Kap Fagnet erhebt sich über einen langen Strand am Atlantik. Typisch und einen Besuch wert, findet sich in Fécamp der Benediktinerpalast und eine Abtei zwischen Häusern aus Feuerbackstein. Die Besucher Fécamps wenden sich meist zuerst an das Office de Tourisme. Durch das freundliche, gut ausgebildete Personal erhält man die Informationen, welche man für eine Stadtbesichtigung braucht. In der Regel können die Mitarbeiter des Office de Tourisme in den Sprachen Französisch, Englisch, Italienisch und Deutsch weiterhelfen. Die Abteikirche der Heiligen Trinität. Die Bedeutung der Abtei, die von Richard II., dem Herzog der Normandie, gegründet wurde und die Pilgerreisen zum Preziosan, dessen Reliquie in der Kirche aufbewahrt wird, erklären ihre imposante Größe. Sie ist Teil der Route Historique des Abbeis Normandis. Im Inneren ist die Abteikirche performen mittelalterlicher Kunst geprägt. Das Schloss Ducal zeugt vom Einfluss Fécamps im Mittelalter. Errichtet zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert, war dieses Schloss der Wohnsitz der ersten Herzöge der Normandie. Wilhelm der Eroberer feiert hier 1067 seinen Sieg über Hastings. Dieses Ereignis machte die Stadt zu einer Etappe der Route von Wilhelm dem Eroberer. Die Stadtmauern sind heute noch im historischen Viertel sichtbar. Die Kirche Saint-Étienne wurde im Mittelalter erbaut und im 16. Jahrhundert neu errichtet. Sie blieb bis ins 19. Jahrhundert unvollendet. Durch ihre Stellung auf dem Berg dominiert sie den Hafen. Sie ist die Lieblingskirche der Seeleute. Jedes Jahr im Februar feiern die Seefahrer in der Kirche das Sankt Peterfest. Betritt man die Kirche, kann man viele mittelalterliche Kunstschätze entdecken. Eine riesige Orgel im hinteren Teil der Kirche lädt zum Staunen ein. Wer eine Fußgängerzone sucht, findet diese hinter der Kirche. Hier findet jeden Samstag ein Markt statt, auf dem man jede Menge frische Lebensmittel findet. Der Hafen von Fécamp ist einen ausführlichen Spaziergang wert. Zeugnisse des Fischfangs findet man hier allerorts. Kulinarisch aus seine Kosten kommt der Besucher der Stadt in einem der Restaurants. Mit Muschel- oder Fischgerichten kann man hier seinen Gaumen verwöhnen lassen. Wer gerne selbst kocht, kann in der kleinen Markthalle im Hafen jeden Freitag und Samstag fangfrisch einkaufen. Wohnmobile finden sich fast überall im Hafen. Somit kann, wer sich dafür interessiert, man nicht nur Schiffe bestaunen, sondern auch alle Arten von Wohnmobilen. Die Steilfelsen aus Kalk, nach der Strandpromenade, sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Das weiche Gestein zeugt von der langen Einwirkung durch Wind und Wetter. Viele berühmte Maler und Schriftsteller haben sich durch den Besuch Fécamps inspirieren lassen. Fécamp hat noch eine ganze Menge mehr zu bieten, als hier gezeigt. Doch wer mehr über diese Stadt erfahren möchte, sollte sie selbst erleben. In Fécamp tut man viel dafür, die Attraktivität für die Touristen zu erhalten.